runterzustürzen in den ersten Stock. Und da hinten ist dann aber auch zu Ende. Ja, fragt sich, wer hier geschlafen haben könnte. Ja, auch hier ein weiteres Schlafzimmer. Hier ist auch die Decke bzw. der Boden komplett eingestürzt. Ja, das Bett hat sich hier, das zweite Bett, ins Erdgeschoss verabschiedet. Schon interessant, was Witterung alles so anrichten kann. Ja, hier noch eine schöne alte analoge Antenne. Ja, zur Zeit, als Armin Meiwes hier verhaftet wurde, gab es meines Wissens noch gar kein digitales Fernsehen. Ja, hier ist noch mal runter in den Raum, wo ich eben sagte, dass der so leer ist. Ein weiteres Zimmer, was unbewohnbar ist. Ja, hier sind die Dachziegel schon raus, die Dachpfannen schon rausgerissen. Wenn ich mir das alles so angucke, scheint mir das ursprünglich mal ein sehr, sehr gemütliches und liebevoll eingerichtetes Heim gewesen zu sein. So, hier führt jetzt tatsächlich noch eine kleine Treppe nach oben. Ich dachte, es wären nur zwei Etagen. Ja, da habe ich mich wohl geirrt. Oh, das nimmt kein Ende hier. Freunde, das Haus ist der Wahnsinn. Zimmer, Zimmer, Zimmer. Sowas hat man noch nicht gesehen. Klasse, einfach toll. Jetzt weiß ich auch, warum es hier so stinkt. Hier ist ein, ja, ich weiß es nicht, Dachs oder, na, auf jeden Fall liegt das Tier schon sehr lange hier. Die Haut ist schon ziemlich ledrig. Ja, das hat auch hier seine letzte Ruhestätte gefunden. Da vorne noch ein etwas frischerer Tierkadaver. Der scheint noch nicht ganz so lange tot zu sein. Hier sind noch ziemlich viele Fliegen. Es riecht ziemlich abartig. Er hat auch das Maul so aufgerissen, als ob der vom Tod noch gekotzt hätte. Ja, Freunde, kennt ihr das auch, wenn ihr ein Video machen wollt und es kommt alles anders wie geplant? Ich zum Beispiel hatte mir hier ein richtiges Drehbuch zurechtgeschrieben, was ich hier erzählen wollte, was ich hier machen wollte. Bisher sind nicht mal 10% davon in die Tat umgesetzt. Ja, könnt ihr ja mal schreiben, ob euch das auch so geht, wenn ihr ein Video vorbereitet. Ich denke, das ist aber gar nicht schlimm. Dennoch werde ich noch alles, was ich hier drauf geschrieben habe, zum Besten geben. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ja, hier eine Dachkammer mit insgesamt drei Betten, antiker Fernseher. Ja, der wird mit Sicherheit den ein oder anderen Sammler das Herz höher schlagen lassen. Eigentlich eine Schande, dass sowas hier verrottet. Ja, hier das letzte Zimmer im dritten Obergeschoss. Der Boden ist ja auch schon richtig schräg, ja, dass man hier seekrank werden könnte. Und mein Weg führt mich jetzt wieder nach unten. Ja, hier noch ein Raum im Erdgeschoss. Auch sehr vollgestopft mit Gerümpel. So, hier geht es so eine halbe Etage runter. Ich will hoffen, dass ich hier sturzfrei durchkomme. Uiuiui. Ein ziemlich niedriger Kellerraum. Also ich kann hier nicht aufrecht drin stehen mit meinen knapp 1,80. Ich muss hier geduckt durchlaufen. Ja, also ich komme mir gerade vor wie in einem bösen Computerspiel. Ah ja, das ist ein alter Flipper-Automat. Das ist das Oberteil, wo immer die Punkte angezeigt werden. Ja, und das ist der Tisch selber mit der Elektronik drin. Eine Rarität. Leider, leider zu kaputt, um noch jemandem damit eine Freude zu machen. Was macht man mit so einem niedrigen Keller? Gut, vielleicht waren die Leute früher einfach kleiner und die konnten hier aufrecht durchgehen. Ja, Freunde, ich sitze jetzt hier in diesem schönen, lichtdurchfluteten Erker mit Esstisch, an dem Herr Maivis regelmäßig zubereitetes Fleisch von Herrn Brandes zu sich nahm. Und ich denke, dieser Ort eignet sich doch hervorragend, um mal das alles hier jetzt vorzutragen, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich schaffe es einfach nicht, das hier flüssig wiederzugeben, deswegen werde ich es jetzt vorlesen.
Aufgehört hatte ich bei der Sache mit den Tierexkrementen, die der junge Lehrer dem Herrn Maibes vom Stiefel lecken wollte. Und jetzt lese ich einfach mal vor. Doch das war es nicht, was Herr Maibes wollte. Und das ist das Traurige an dieser Geschichte. Denn laut dem Kriminalpsychologen Dr. Thomas Müller, der ein Täterprofil von Herrn Maibes erstellte, litt Maibes an einer starken Bindungsstörung, ausgelöst dadurch, dass der Vater die Familie unerwartet verlassen hatte. Als Schlüsselerlebnis bezeichnet er die Szene, als der Vater mit dem Auto Hals über Kopf davonfuhr und der junge Maibes, er war damals 8 Jahre alt, weinend hinter dem Auto herlief und der Vater noch nicht einmal in den Rückspiegel blickte. Maibes Mutter, die er bis zu ihrem Tode in diesem Haus gepflegt hat, soll sehr streng gewesen sein und nach dem Verschwinden des Vaters musste der junge Maibes mehr und mehr die Vaterrolle übernehmen, der er nicht gewachsen war. Außerdem sah die Mutter es nicht gerne, dass ihr Sohn hin und wieder eine Freundin hatte. Maibes, so verschiedene Gutachter, sehnte sich nach einem Freund, jemand, der ihn nie wieder verlassen würde. Fasziniert von der Geschichte von Robinson Crusoe, entwickelte der junge Maibes ab einem Alter von 14 Jahren eine wachsende Faszination für Kannibalismus. Diese Umstände bewirkten, dass Maibes sich einbildete, durch das Verspeisen eines Menschen eben diesen derart durch seinen Stoffwechsel in sich aufnehmen zu können, dass dieser ihn nie wieder verlassen würde. Brandes und Maibes schienen wie füreinander gemacht gewesen zu sein. Ja, Leute, also derartige Fantasien sind keine Seltenheit und im Zuge der Vorbereitungen zu diesem Video habe ich einfach mal ein bisschen gegoogelt und wurde auch sehr schnell fündig. Und hier zeige ich euch jetzt mal kurz die drei interessantesten Einträge aus einem Chatroom für Kannibalen. Da hätten wir als erstes: Horst möchte von einer Männergruppe brutal vergewaltigt werden und bei lebendigem Leibe aufgespießt und anschließend gegrillt werden. Nadine wiegt bei 1,67 m satte 96 Kilogramm, möchte bis auf 130 Kilogramm gemästet werden